Kyosho Subaru Impreza WRC 2002, sehr schöne Karosserie auf dem Feser Rally FZ02R Chassis. Ja, das Chassis basiert auf dem FZ02 Fahrzeugs in der Short-Version, also in der Version mit 260 mm Radstand. Aufhängung, Antrieb, Komponenten sind im Prinzip identisch geblieben. Was sich verändert hat, das seht ihr gleich vorne, da wo ich jetzt gerade bin mit meiner Hand. Es sind Rallye-Block-Reifen drin und die schicken Felgen gibt es auch dazu, passend zu der WRC-Karosserie. Ist auch ein R2R-Fahrzeug. Es wird mit der Synchro 231 Fernsteuerung geliefert, also einem Pistolensender, wo man die wichtigsten Funktionen einstellen kann. Die Basis ist ein Wandchassis. Darauf montiert ist der Vierradantrieb. Vorne und hinten sind zwei Spider-Kegeldifferenziale montiert. Aufhängung ist fest, ist nicht einstellbar. G14L Motor ist drinne und der bekannte Regler und Servo ist geblieben wie bei allen Fahrzeugen dieser FZ02 Reihe. Ihr seht, ein Lichtsatz ist hier montiert, der ist optional erhältlich. Das ist jetzt hier einfach mal zu Demozwecken auf der Spielwarenmesse verbaut gewesen. Sieht richtig cool aus. Man hat schön Licht nach vorne und man hat natürlich auch Licht an den Rückleuchten. Gibt es optional zu kaufen und damit können wir natürlich das Fahrzeug nochmal viel schicker aufwerten. Wie ihr seht, Rallye-Block-Reifen auf hinten, um eben auch mehr Bodenfreiheit zu bekommen. Und was ganz wichtig ist als Änderung, es sind jetzt längere Dämpfer verbaut, um einfach auch mehr Bodenfreiheit zu erreichen und eben um auch diesen Rallye-Charakter zu bekommen. FZ02 ist ja bekannt, die meisten Teile passen auch in dem Chassis. Damit habt ihr auch die Möglichkeit, viele optionale Teile euch zu erwerben, also sprich die bei dem Fahrzeug passen. Es gibt zum Beispiel Servohebel aus Aluminium. Es gibt universal Antriebswellen optional zu kaufen. Es gibt ein Kugeldifferential optional, was man einbauen kann und diverse Aluteile wie für die Lenkung, Radträger, Lenkhebelträger und eine rot eloxierte Motorplatte. Übrigens, die anderen Teile aus Aluminium sind auch alle rot eloxiert. Verschiedene Stabis gibt es noch, die könnt ihr noch holen. Und natürlich kann man die Federn wechseln, das Öl kann man wechseln. Also man kann das Fahrzeug so einstellen, dass es für einen am besten passt. Und wer andere Felgen möchte zu der Karosserie oder auch andere Karosserien, die gibt es auch im optionalen Zubehörprogramm bei Kyosho. Man muss nur darauf achten, dass man die richtige Karosserie wegen dem Radstand erwirbt. Hier sieht man den Lampeneinsatz, da einfach bloß LED-Lichtsatz verbauen und schon habt ihr Licht am Fahrzeug. Sturzeinstellungen, Vorspureinstellungen vorne, das könnt ihr auch machen, indem ihr halt rechts, links Gewindestangen aus dem Zubehörprogramm von Kyosho erwerbt. Natürlich auch Motorregler. Ihr könnt natürlich das Fahrzeug auch noch stärker machen, noch schneller machen, nicht nur mit einem anderen Ritzel. Ihr könnt natürlich auch die Elektronikkomponenten ganz simpel und einfach austauschen, wer sich halt was anderes einbauen möchte. Fahrzeug kostet knapp um die 300 Euro, also 295, 300 Euro ungefähr wird es gehandelt und ist ein Rallye-Fahrzeug im Maßstab 1 zu 10 und Ready to Run heißt, es fehlen nur die Batterien für einen Sender, ein Fahrakku und natürlich ein passendes Ladegerät. Karosserie, seht ihr, ist schon fertig beklebt, fertig lackiert. Ihr müsst nichts mehr machen. Ihr könnt im Prinzip gleich auf die Strecke, gleich ins Gelände raus und mit dem Fahrzeug eine Runde drehen. Ja, was gibt es noch zu beachten? Eigentlich gar nichts. Ist halt komplett vormontiert. Wandchassis unten drunter. Durch das Wandchassis ist auch gewährleistet, dass nicht so viel Dreck ins Fahrzeug kommt.
Man sollte trotzdem darauf achten, dass man jetzt nicht im dicken Schlamm oder Schnee fährt, damit das Elektronik im Prinzip nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ansonsten vielleicht Folie drum oder ähnliches, damit das nochmal staubdicht abgedichtet ist. Ansonsten, Akku wird einfach nur mit Klettband festgemacht und ihr solltet beachten, Dienst-T-Stecker werden hier verwendet. Ja, das war mal ein Überblick auf den Fesa FC2R Subaru Impreza WRC. Viel Spaß beim Fahren. 5, 2, 1, go! Und wer kommt wieder am besten weg? Lauschi. Oh, René geht innen vorbei. Mirko geht vorbei. Lauschi macht. Oh, jetzt hat er diesmal hat er's gerettet. Ah, sonst hat es nicht gereicht, aber diesmal hat es gerettet, hat er es gerettet. Er hat die Zuckerlab gleich mitgemacht in der ersten Runde. Oh, war das jetzt das Rennen? Auf jeden Fall hat er jetzt hier erstmal. Lauschi in Führung, dann kommt der René, der hat jetzt von dem Fehler von Mirko profitiert. So, danach kommt der Mirko auf 3. Ja, ist gar nicht so weit zurück. Oh, und da ein Fehler. Innen hängen geblieben. Das war's dann. Er verliert aber keine Position. Da kommt hier der Führende. Der hat schon einen guten Vorsprung. Sauber, wie er hier fährt. Ja, super. Gucken wir hier mal. Boah, Frank, der hat einfach mal verhauen hier. Viel zu weit gefahren. Ich hätte den großen Bogen, um hier den Trommel so weit zu lassen. So, hier kommt der René Cagare. So, Lauf beendet.